Vor kurzem forderten mehr oder weniger ernstzunehmende Ökonomen abermals, dass die Leute bis 70 arbeiten müssen. Interessant ist immer an solchen Vorschlägen, dass das immer Leute fordern, die das sicherlich könnten. Bei dem fetten Gehalt, was sie bekommen, bei der sozialen Absicherung, der sie haben, bei den bequemen Schreibtischstühlen, in denen sie den ganzen Tag rumhängen, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und wir müssen ja einmal übersetzen, was bedeutet das denn, bis 70 zu arbeiten? Nehmen wir mal, wird viel diskutiert drüber, die Altenpflege. Soll eigentlich jemand mit 70 jemand Bettlägeriges in den Rollstuhl reinsetzen? Wie soll das funktionieren? Das ist ein Grad von Zynismus und Menschenfeindlichkeit, wer solche Forderungen stellt, dass einem da wirklich die Hutschnur nur noch so platzen kann. Wichtig bei der Debatte ist doch wirklich auch nochmal festzustellen, wir haben 15 Millionen arme Menschen in diesem Land, wo die anderen Leute jeden Morgen ihr Geld umgraben müssen, damit es keinen Schimmel ansetzt. So, da muss man ansetzen. Und eins ist ja nun auch wirklich, finde ich, das Erschreckendste eigentlich, wenn man sich mal Zahlen wirklich in Ruhe anguckt, was das bedeutet. Die Situation in Deutschland ist die, dass jemand, der einen Top-Job hat, der total abgesichert ist, der viel Kohle jeden Monat in der Tasche hat, im Schnitt über 8 Jahre länger lebt, als jemand, der im Niedriglohnbereich arbeitet oder der arbeitslos ist. Dafür muss man nicht mal links sein, da kann man doch einfach nur feststellen, solche kranken Zustände müssen beendet werden und deswegen gilt es darum zu kämpfen, um endlich den Reichtum umzuverteilen und die Leute müssen nicht länger arbeiten, die müssen weniger arbeiten und die Arbeit, die wir haben, die müssen wir gerecht verteilen, dass alle auch noch Freude am Leben haben mit ihren Enkelkindern, mit ihren Kindern oder was weiß ich was. Die Journalistin Ines Schwertner hat gesagt, wer solche Vorschläge macht, dass Menschen bis 70 arbeiten, der ist schlicht ein Verbrecher. Und das muss man auch so aussprechen.